So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier im Restaurant Schatzstube, wo wir im letzten Part, ja, das Geheimgericht von Aoki bestellt haben. Den Arenaleiter der Normalarena von... Da muss ich jetzt erstmal den Namen wieder raussuchen. Von Nesclara City. Oh ja, im letzten Part hatten wir, sag ich ja, zuallererst eine kurze Pause gehabt wegen Mittag. Und danach, ja, wollte ich einfach hier den Arena-Orden machen in dieser Stadt. Und ja, dann musste ich ja, sag auch nochmal, den Mittagstisch hier herausfinden. Das Geheimgericht gebratene Reisbällchen. Mit Zitrone obendrauf. Ja, am Ende haben wir es herausgekriegt. Das Geheimgericht. Dann auf jeden Fall hat sich ja, sag hier, der Gastraum, wo er sagt, kurz zuvor noch Gäste waren, umgedreht. Die Gäste sind weg, verschollen. Das Essen ebenso, die Pokémon auch. Und nun wird es Zeit für einen Arena-Kampf. Wofür wir im letzten Part auch noch zu guter Letzt Baran zu Brutalanda weiterentwickelt haben. Weil das musste einfach auch mal sein. Und nun kommt der Arena-Kampf. Nummer 6. Möchtest du Arena-Leiter Aoki herausfordern, den außergewöhnlich gewöhnlichen Angestellten? Jo. Dann begib dich jetzt bitte zum Kampfplatz. Aoki, du bist dran. Ach so, wir haben schon die ganze Zeit mit ihm gesprochen gehabt. Hallo. Ich heiße Aoki und wurde der Mesclara Arena als Arenaleiter zugeteilt. Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, Arena-Prüfung, ja. Du solltest übrigens auch die anderen Gerichte hier probieren. Die sind alle recht gut. Nicht nur die Reisbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk, sonst kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Bringen wir diesen Kampf hinter uns. Tja. Ein gewöhnlicher Angestellter, wie er im Buche steht. Mit Aktenkoffer. Tasche. Sehr geehrter Herausforderer, beiliegend ist meine Einladung zum Kampf. Hochachtungsvoll, Arenaleiter Aoki. Es scheint, er ist auch schon ein bisschen überarbeitet zu sein. Man beachte seine Augenringe. Die keine richtigen Augenringe sind. Ich habe gerade erst gegessen. Gehen wir es langsam an, ja? Nur. Ich verputze dich jetzt einfach mal zum Frühstück. Level 35, nichts Problematisches. Drachenklaue und weg ist der Koala. Wir haben ja außerdem diesen Part noch etwas. Warte mal, Dummi-Miese? Ach, Dummi-Miese hat eine Weiterentwicklung gekriegt. Und konnte sogar auch einer Drachenklaue standhalten. Sollte man, wie es aussieht, nicht unterschätzen. Gut, als letztes kommt Staraptor. Tja, ist und bleibt er, sagt ein normales Pokémon. Bleiben wir drin. Naja, immer noch besser als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Nicht übel, sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Hey. Hey, Aoki, reiß dich zusammen. Wenn du meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gib ihm wenigstens ein deftiges Spektakel. Gebt alles, ihr beiden.
Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Geben wir den Gästen, was sie verlangen. Und erstmal die Krawatte richten. Tja, und wenn's um eine gute Show geht, da bin ich gleich mit dabei. Dragon Force aktiviert. Dann mal los. Bereit für eine Attacke, die mitten aus dem öden Arbeitsleben kommt. Fassade. Nichts, was ein guter Drache nicht standhalten kann. Und gut zu guter Letzt auch noch mal ein bisschen fliegen. Unnötig, ich weiß. Aber ich will mal die Animation sehen. Nicht berauschend, aber gut. Na schön. Da waren meine Augen wohl größer als mein Magen. Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier überreichen. Und was essen gehen. Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hättest du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Tja, warum nicht? Oh, Reisbällchen. Lecker. Nichts geht über eine gute Portion Reis. Naja, wenn du 6 Arena-Orden besitzt, lassen die Pokémon das Level 50 leichter fangen. Ah, und sie folgen allen deinen Anweisungen. Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber nimm das hier bitte trotzdem. Die Fassade. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ja, danke sehr. Für den Orden und für das Gratisessen. Auch wenn ich gerade mal bloß ein Reisbällchen gekriegt habe. Nun denn, ach, wieder mal Top 4 Mitglied Sinius. Hallo Phantom Heart. Ich habe deinen Kampf eben heimlich beobachtet und ich muss schon sagen, dafür verdienst du die volle Punktzahl, das war ausgezeichnet. Bruder Land als erst in den Kampf zu schicken, war bereits ein meisterhafter Zug. Und dann diese fulminanten Angriffe, dein Gegenüber steckte richtig in der Klemme. Ach, bitte entschuldige, das sind wohl meine Gefühle mit mir durchgegangen. Kurzum, du hast gut an dir und deinem Können gearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, bis du alle Arena-Orden beisammen hast. Als Mitglied der Top 4 freue ich mich besonders darauf. Und vergiss nicht, hin und wieder mal bei der Akademie vorbeizuschauen. Es ist schließlich wichtig, sich auch dem Studium zu widmen. Vielleicht irgendwann. Aber jetzt bin ich erstmal gut bei der Arena, nicht Arena-Prüfung, bei der Schatzsuche dabei. Und ja, als nächstes, nachdem wir jetzt erstmal hier endlich den 6. Arena-Orden errungen haben, wird es Zeit für die Operation 4. Herrscher-Pokémon. Erneut mal wieder in der Nacht. Was sagt man dazu? Aber gut, Karte öffnen. Und wo war jetzt hier noch die... Nein, das ist ja, sagt wieder die falsche Richtung. Mescloris Passage? Sind wir jetzt hier? Wartet mal. Wieso muss ich hier eigentlich die Karte so blöd drehen? Nun denn, das Herrscher-Pokémon ist ja hier zum Glück in der Nähe. Und habe ich das jetzt richtig gesehen? Ein Kleinkind trinkt Kaffee?
Also das sollte nun wirklich überhaupt nicht sein. Ein Kind im Alter von 6 Jahren sollte beim besten Willen keinen Kaffee trinken. Könnte natürlich auch ein Becher mit heißem Kakao sein. Aber, tja, das wissen wir, sagt so jetzt aktuell nicht. So, wir haben den 6. Orden. Hyperbälle gibt es jetzt hier auch zu kaufen. Ah, Flottbälle gibt es jetzt. Gut. Gut, alles optimal, alles gut. Dann machen wir uns aber jetzt aber wirklich mal auf den Weg in Richtung 4. Herrscher-Pokémon. Dürfte eigentlich auch nicht allzu weit entfernt sein. Unbestätigte Informationen zum Herrscher der bebenden Erde. In der Brutzelwüste treten immer öfter seltsame Erdbeben auf. Die Bewohner von Puerto Marinedo meinen dort im Sandstaub eine unbekannte, sehr wilde Kreatur gesehen zu haben, die wütend herumgestampft ist. Okay. Tja, diese Kreatur wollen wir dann jetzt auch bekämpfen. Wir rasen los zu unserem Ziel. Die Straße ist zwar ein bisschen holprig, aber es ist nur mal eine Wüste. Yo, Phantom Heart. Angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden Erde irgendwo in dieser Wüste. Der Boden bebt jedenfalls schon seit einer ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause einlegen, bevor ich mir wieder der Herrscher suche. Widmen kann. Okay, gut zu wissen. Pepper ist schlecht geworden. Ich glaube, ich habe den Herrscher gefunden. Na gut, zum Glück bin ich erst ebenso schnell wie das Herrscher-Pokémon. Ja, ein Ganoville. Zu unserem Glück haben wir jetzt der Flottbälle. Und er scheint ja sogar auch die Fähigkeit Hochmut zu besitzen. Und wie kann es jetzt auf einmal sein, dass das Herrscher-Pokémon jetzt hinter uns ist? Nein, ist es nicht. Aber ich freue mich schon darauf, es zu fangen. So, es ergibt sich heißen Wüstensand, um nicht auszukühlen, und frisst sein Leben im Verborgenen. Ja, die Fähigkeit Hochmut und mal wieder ein neutrales Wesen. Also, Eisenrad! Bleib stehen! Hallo! Ja, wir sind digital. Don, Don, Fan. Cyber Don Fan will kämpfen. Hallo, Phantom Heart. Hier spricht Professor Futuros. Eisenrad ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Ach, wir haben doch schon den Mitroa draußen. Gegen Eisenrad, Herrscher der bebenden Erde. Naja, so. Oh nein. Mein Drachenzahn ist ja so nicht weg. Gut. Es wundert mich aber jetzt ein bisschen. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass Eisenrad stärker wäre.
Tja, ist dann aber jetzt, wie es aussieht, wirklich der Part von Brutalanda. Also gut, Eisenrad! Bleib gefälligst widerstehen! Das Herrscher-Pokémon Eisenrad frisst etwas. Phantom Mod, sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Das ist der Herrscher der bebenden Erde. Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat etwas gefressen und ist jetzt fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns nicht unterbuttern lassen. Alles klar, Phantom Mod? Alles klar, Pepper. Versalzen wir Eisenrad mal die Suppe. Naja, aber durch den Bedroher senkt sich der Angriff ja sowieso mal wieder. Ah, hier kommt mein Hallopendio, das ich in der Nähe gefangen habe. Bereit für einen feurigen Abgang? Tja, warum nicht, sage ich. In diesem Kampf werden wir auf jeden Fall nicht gerade sehr effektiv agieren können. Aber meine Drachenaura wird auf jeden Fall viel stärker sein. Oh nein, wird das sowieso aus doch nicht stärker sein. Aber vielleicht können wir ja noch die Verteidigung senken. Die Position hier können wir jetzt auf jeden Fall nicht wechseln. Die Kamera ist ja, sag jetzt, ziemlich steif. Aber egal, noch ein letzter Knirscher. Und wir haben mal wieder das Herrscher-Pokémon besiegt. Du besiegst das Herrscher-Pokémon Eisenrad, Baran. Gut. Ist so einfach wunderbar. Das war fantastisch, Phantom Art. Jetzt lass uns essen gehen. Das war das wirklich ein Herrscher-Pokémon? Oder überhaupt ein Pokémon? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es schon mal irgendwo gesehen zu haben. Im purpurnen Buch. Wir finden daran bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Ich will ehrlich gesagt mal hoffen, dass dieses Eisenrad-Pokémon jetzt zurückkommt. Und verdammt nochmal an der Stelle. Na, wo ist denn? Komm schon, zeig dich! Müssen wir, wie es aussieht, mal kurzzeitig den Part unterbrechen. Weil mein Aufnahmegerät macht jetzt sag, ein paar Macken, wie es aussieht. So, da sind wir denn jetzt sag, wieder da. Die Fehler des Systems müssten jetzt, sag anscheinend, behoben sein. Also, na, wo ist denn? Komm schon, zeig dich! Das nächste Geheimgewürz. Das vorletzte Gewürz. Versteht sie natürlich von selbst, dass wir im nächsten Part uns das letzte Gewürz schnappen. Aha, gefunden! Hallöchen, liebes Gewürz! Saures Geheimgewürz. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Dann geht's sofort ans Essen machen. Ja. Ran an den Speck.
Hier, das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du mal wieder warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass es dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorden. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Tja, der vorletzte Herrscherorden. Ich muss allerdings zugeben, so besonders lecker sieht das Sandwich nicht aus. Also gut, Miraidon, Essenszeit. Und natürlich geben wir dir auch wieder unser Sandwich. Komm raus, Mastifioso, es gibt Essen. Mampf. Oha, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Ja, hier auch für dich. Mampf und Schling. Miraidon hat die Reittechnik Gleiten erlernt. Ich hatte jetzt eher gedacht, das wäre die letzte Fähigkeit. So langsam scheint es seine alten Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht ist es eine geistige Blockade davon ab. Eine geistige Blockade? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Trauma. Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genau wie Mastifioso. Wie sieht's aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh, so. Ach, alles okay. Okay, mach dir keine Sorgen. Phantomat und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Phantomat, das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los! Okay, das letzte Gewürz. Aber ich hatte eigentlich wirklich gedacht, dass die Flugtechnik von Miraidon die letzte Fähigkeit sein würde, wenn man freischaltet. Hallo, Phantomat, hier spricht Futuros. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch durch die Luft leiten, wenn du inmitten eines Sprungs den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Drückst du den B-Knopf, während du mit Miraidon in der Luft bist, kann es nun gleiten. Drückst du während des Gleitens erneut den B-Knopf, hört es auf zu gleiten und stürzt an der aktuellen Position ab. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Tja. Okay, die Gleitfähigkeit funktioniert, er sagt, vielleicht bloß gut, wenn man von weit oben abspringt. Ansonsten ja wohl eher nicht. Okay, ein wildes Chanera. Level 26. Gibt uns jetzt tatsächlich nicht allzu viele EP.
Nee, nicht besonders viele. Ein Traunfugil mit Drachenkraft. Besorge ich mir mal. Tja, aber ansonsten, was kann man jetzt hierzu großartig sagen? Ich hatte jetzt gedacht, dass wir Eisenrad jetzt hier schon in der Wüste irgendwo finden würden. Aber anscheinend dann wohl doch eher im Schlund von Paldea. Nun denn, so oder so, im nächsten Part holen wir uns dann erstmal das letzte Geheimgewürz. Und wollen dann mal sehen, wie die ganze Geschichte dann jetzt hier ausgehen mag mit der Gewürzsuche. Hat das Ganze ein besonderes Ende? Was wird denn jetzt dann geschehen, wenn wir erstmal die komplette Macht von Miraidon wieder aktiviert haben? Bedeutet das, dass wir dann gegen Miraidon kämpfen müssen? Oder müssen wir dann erstmal auf irgendwas Besonderes warten? Auf irgendein besonderes Ereignis. Tja, so oder so, wir werden es herausfinden. Ansonsten werde ich jetzt ja sowieso noch ein bisschen in der Wüste rumfahren. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und Eisenrad ist ja wirklich irgendwo. Aber glaube ich jetzt ja leider nicht. Also gut, Miraidon. Mal sehen. Eine weitere TM haben wir jetzt hier auf jeden Fall auch. Den Konfustrahl. Wirklich nichts Berauschendes. Wie sieht es denn jetzt hier drüben aus? Okay, nicht schlecht. Na, das wird doch jetzt mal eine kurze Herausforderung werden. Level 56. Ich sag ja, das wird eine kurze Herausforderung. Gut, Waschakwil wurde gefangen. Ein tapferer Krieger der Lüfte, der für seine Kameraden ohne Rücksicht auf eigene Verletzungen immer weiter kämpft. Gut, damit hätten wir Waschakwil. Die Hisui-Variante wäre mir allerdings lieber. Und was haben wir hier drüben noch? Ein weiteres Terra-Kristall-Pokémon. Und natürlich ein zusammengebrochener Turm. Na, ich höre aber trotzdem hier noch ein Gespenst. Na gut, ein
Wie hieß das jetzt noch? Sunkapu? Sankapu? Sankabu. Ein Sankapu mit der Pflanzentera-Kristallisierung. Na gut, das erledigen wir doch gleich mal schnell. Vielleicht sagst du sogar auch ein bisschen schnell. Ach so, der Fluch wirkt jetzt natürlich ja ein bisschen anders. Weil es ja Tera-kristallisiert ist. Na gut, Sankabu wurde gefangen, juhu. Gut, es wirft seine Beute Sand in die Augen, wodurch diese nicht sieht, und nähert sich ihr an. Dann ist es, es ist jedoch so langsam, dass die Beute oft entkommt. Na gut, haben wir also jetzt auch ein Sankapu. Pokémon der 7. Generation. Moment, wir können Sack hier nicht raufklettern? Tja, wirklich eigenartig. 4 weitere Gierspenstmünzen. Okay. Die Gleitfähigkeit scheint ja also wirklich bloß was zu bringen, wenn man von weit oben kommt. Tja, ansonsten haben wir jetzt noch einen Mondstein hier, einen Sonnenstein. Okay, Noctuska wäre, sag jetzt, vielleicht auch nochmal gut. Was ist das? Ach so, ein weiteres Evoli-Event. Mit dem Feentyp. Na gut, dieses besondere Evoli holen wir uns, sag jetzt, auch noch. Ich frag mich eigentlich, wann wir endlich mal ein paar bessere Tera-Raids kriegen. Das kann doch ja wirklich nicht dran liegen, weil wir ja nicht, naja, in der Akademie vorbeigeschaut haben. Das höchste der Gefühle, was wir bis jetzt erhalten haben, war ja mal ein 3-Sterne-Tera-Raid. Aber ansonsten haben wir auch nichts Besonderes hier gehabt bisher. Na egal, Evoli wurde besiegt. Der Feentyp von Evoli gehört uns jetzt also auch. Wirklich absolut kein Problem. Gut, also, wo wir das jetzt ja auch erledigt haben, können wir uns dann jetzt, denke ich mal, auf unsere nächste Reise mal konzentrieren. Die Operation, holen wir uns das letzte Geheimgewürz. Oder vielleicht auch noch ein Noctuska. Das haben wir doch auch hier irgendwo gesehen. Vielleicht klappt es ja sogar auch mit einem Flottball. Es ist gerade mal auf Level 35, das dürfte gehen. Gut, Noctuska wurde gefangen.
Zwar kein Tuska, aber immerhin Noctuska. Das Vogelschock-Pokémon. Es lebt in der Wüste, nachts wird es aktiv und jagt nach Beute, die von der Hitze, die tagsüber herrscht, erschöpft ist. Na gut, also. Also. Registrieren wir mal jetzt unser nächstes Ziel. Unser nächstes und letztes Ziel hier am... Tja, keine Ahnung, wie der See jetzt hier heißt oder das ganze Gebiet hier. Okay, das ist der Knusperwaldweg. Und das ist der Calderosee. Unbestätigte Informationen zum Herrscher der Drachentäuschung. Er soll sich auf einer Insel im Calderosee verstecken, wurde aber noch nie gesichtet. Es heißt, er locke Lebewesen in sein großes Maul, um sie zu fressen. Da er sehr gefährlich ist, sollte man nicht leichtfertig nach ihm suchen. Aber ich tue es. Wir werden uns den Drachenherrscher im nächsten Part stellen. Aber zuvor müssen wir dann anscheinend mal wieder zurück nach Mesclara City.